Die leicht süßliche Osterpinse ist ein traditionelles Ostergebäck in Österreich. Nach der Fastenzeit ist an den Osterfeiertagen wieder reichlich Genuss angesagt. Dazu gehört einfach die flaumig weiche Osterpinse, sanft nach Anis duftend und zart im Geschmack. Die köstliche Pinse aus reichhaltigem, mit Butter und Dotter verfeinertem Germteig bekommt durch das dreifache Einschneiden des Teiges ihre typische Form. Gegessen wird diese zu Ostern pur, mit etwas Butter oder Marmelade, zum Kaffee oder Tee beim Frühstück. Aber auch pikant zur klassischen Osterjause mit Schinken, Creme und hart gekochten Eiern. Den Namen Görzer Pinse hat das Gebäck ihrer Geschichte zu verdanken. Denn die Ursprünge der Pinse, auch Pinza oder Pinsa genannt, liegen im italienischen Friaul. Im 19. Jahrhundert kam das Rezept der Pinse über die damalige Grafschaft Görz nach Österreich, genauer gesagt nach Graz, und wurde hierzulande zu einem österlichen Brauchtumsgebäck. Aus diesem Grund stellt die Steiermark österreichisches Zentrum für die Pinse dar. Zu Ostern gibt es neben der Pinse auch weitere Köstlichkeiten, wie die gehaltvolle Osterjause mit selbstgemachtem Osterbrot sowie die ebenfalls aus Germteig gemachten Osterstrezel oder Osterkränzchen.